dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Höflichkeiten wurden ausgetauscht vor dem Abstiegskrimi Groß Asbach gegen Zwickau. Beide Teams in akuter Abstiegsgefahr, beide Teams unter dem Strich, beide Teams zum Siegen verdammt. Zwickau machte das aber in der Anfangsphase besser. Koskun mit dem Ball in die Mitte und dann die Kugel auf Moritz Schröter. Erstes Ausrufezeichen der erste 26. Minute, Moritz Schröter, Doppelpack noch gegen Unterhaching. Hier scheitert er knapp an Konstantin Frommann. Grusel Asbach, wie schon zuvor, auch mit 11-9 in der Startelf. Erst so ab der 35. Minute besser. Aber dann Panagiotis Flachodimos mit dem ersten Donner in Richtung Johannes Brinkis. Der Nachschuss dann abgeblockt von Rene Lange. Aber das war zumindest mal ein Lebenszeichen der Württemberger. Johannes Brinkis auf dem seifigen Rasen mit Problemen. Es hatte viel geregnet und dementsprechend schlecht war der Platz bespielbar. 41. Minute, wieder Groß Asbach. Frick lässt da durch und dann kommt McKinsey Gaines von hinten und hätte um ein Haar hier den Führungstreffer für die Hausherren besorgt. Aber Johannes Brinkis macht das glänzend, verkürzt den Winkel. 0-0 also zur Pause. Zu wenig eigentlich für die Truppe von Hans-Jürgen Boysen. Aber seine Truppe dann auch besser im Spiel in der zweiten Halbzeit. Wir springen in die 61. Spielminute. Der fleißige Brünke auf Flachodimos, der immer gefährlich. Ball kommt in die Mitte, wird aber nicht perfekt abgewehrt. Und dann Flachodimos mit dem Lattenschuss setzt das nächste Ausrufezeichen für die Hausherren, die engagiert auftraten. Flachodimos, ständiger Gefahrenherd bei den Großasbachern. Nur 10 Minuten später, Abstoß vom Kasten von Johannes Brinkis. Und der Ball kommt dann auch postwendend wieder zurück über den eingewechselten Jonas Behunek. Und dann spielen sie das richtig anständig raus mit Behunek. Ball weit und lang. Eigentlich ist er schon weg, aber Dominik Martinovic setzt nach gegen René Lange und hat den Blick für Marco Hingerl. 1-0 Groß Asbach. Es war das goldene Händchen von Hans-Jürgen Boysen. Martinovic zuvor eingewechselt, genauso wie Hingerl. Und der macht das hier richtig gut, lässt Lange stehen und Hingerl artistisch vorbei über die Torlinie zur Führung. Danach kam Hektik in die Partie hinein, denn Marco Fritz, der Bundesliga-Referee, zeigte Bösel gelb-rot und für den eingewechselten Leon Jensen glatt rot. Was war passiert? Erstmal der Ballverlust der Großasbacher. Dann Jensen wird einmal getreten von Bösel, wird zweimal getreten von Bösel und dann brennen ihm die Sicherungen durch die Tätlichkeit, erkannt von Marco Fritz. Also weiter ging's bei 10 gegen 10. Aber das war noch nicht alles. Nachspielzeit. Und dann gibt's nochmal rot. Davy Frick wurde wegen dieser Notbremse an Martinovic vom Platz gestellt. Zu Recht, wie wir hier sehen. Es gab dann nochmal Freistoß. Flachodimos übers Tor. Es blieb am Ende beim 1-0 im Abstiegskrimi für Groß Asbach. Heute das Spiel ist natürlich sehr, sehr bitter für uns. Aber nichtsdestotrotz, heute ist noch nicht die letzte Schlacht geschlagen worden. Wir müssen uns wieder aufrappeln. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder bewiesen. Es geht Schlag auf Schlag weiter und ja, wir glauben an uns, machen immer weiter. Auch wenn das Ergebnis heute wirklich nicht zu unseren Gunsten war und wir uns dann noch selbst bestrafen mit 2 roten Karten, was natürlich ja, extrem schwierig ist bei einem dünnen Kader, den wir nur haben, ist es ein sehr bitterer Abend heute für uns. Natürlich glauben wir dran. Wir denken von Spiel zu Spiel. Jetzt ist am Samstag ein schweres Spiel in Mannheim und danach, da wollen wir natürlich 3 Punkte holen und danach geht es weiter, aber wir denken von Spiel zu Spiel. 11 Punkte sind es noch bis zum Nichtabstiegsplatz für die Groß Asbach. Also noch ein dickes Brett zu bohren. FSV Zwickau jetzt schon 3 Punkte unter dem Strich. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.